Heute ist es endlich soweit, Freunde. Wir machen die Hot Chip Challenge. Das hier, Freunde, ist der schärfste Chip der Welt. Und einer von uns beiden wird hier heute komplett leiden. Das Battle ist zurück. Mein kleiner Cousin gegen Wakes. Was geht? Heute wird einer leiden, wie gesagt. Das wird super. Und ich hoffe, du bist das, der leiden wird. Ja, was geht ab, Leute? Cenk ist auch am Start zu einer Hot Chip Challenge. Keine Ahnung, der Typ überredet mich immer zu so komischen Sachen. Wachsstreifen, Ei essen, Hot Chip. Keine Ahnung, Digga. Ja, wir haben lange kein Video mehr zusammen gemacht und die Leute wollten das sehen. Ich mache das erste Battle gegen dich. Wir haben hier noch einen zweiten Chip am Start. Wenn ihr ein Part 2 sehen wollt, dann lasst ein Like da und schreibt mir rein, wer sich trauen soll. Gegen welchen YouTuber soll ich den zweiten Part machen? Bei genug Likes und Kommentaren und Top-Kommentaren sehe ich dann, was ihr Bock habt, mit wem und wie und was und ob überhaupt. Ich würde sagen, 10.000 Likes wollen wir auf jeden Fall sehen. Lasst ein kostenloses Abo da. Ja, du hast gerade schon gesagt, Wachsstreifen-Challenge. Bei dir gibt es eine Wachsstreifen-Challenge. Wer die gewonnen hat, könnt ihr bei Cenk abchecken gehen. Ist in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Zwei Drafts. Ich mache einen Draft, du machst einen Draft und der Verlierer bekommt... Ich würde sagen, das ist ein wichtiges Battle, deswegen einmal die Hand drauf. Ha! Okay, nein, einmal richtig. Xing Shang Shong, wer anfängt, Freunde? Xing Shang Shong! Xing Shang Shong! Xing Shang Shong! Ja! Nein, okay. Du fängst an, du fängst an. Cenk baut das erste Draft und ich leg dann nach. Alright, wir gehen rein. 300 FIFA Points. Vielleicht ist Momentum auf meiner Seite. Ey, Freunde, habt ihr schon mal Leute gesehen, die diesen Hot Chip gegessen haben? Die sind alle verreckt. Ich sag offen und ehrlich, das ist krank. Oh, 4-3-2-1. Nein. Das ist die Meta-Formation. Das ist die 4-2-2-2 aus FIFA 22. Du hast die 4-3-2-1. Nimm sie mit. Ich lese mir schon mal durch, was das Ding hier kann. Corn Flavor Tortilla Chips. Ey! Oh, ich würde Garincha. Der geht auf Bank. Spaß im Videos. Govu. Nein, ich bin McAllister, Bro, der cooles Bild. Spaß. Wie viel Scoville hat dieser Chip eigentlich? Weißt du mal, wie viel Scoville dieser Chip hat? Ich kann sowieso kein Schaf essen, das ist das Problem bei mir. Du kannst ein bisschen Schaf essen, ne? Ich weiß nicht, ob ich den schaff, Bro. Ich glaube, kann keiner. Der hat so eine Zunge. Mach dein Draft! Ey! Ich will wissen, was du baust. Du hast einen Non-Rare mitgenommen? Ja. Aber hier habe ich Forlan mitgenommen. Boah, Forlan ist krass. Oh, Forlan ist sehr krass. Jetzt können Icons kommen, Bro. Jetzt können Icons kommen! Hast du Bock auf den Chip? Ich glaube, du hast Bock auf den Chip. Jetzt noch eine Icon. Wieso kriegst du auch die 4-3-2-1-Formation? Ich schwöre, die Formation ist unfair. Alle Weltrekorde, die ich in FIFA 23 gemacht habe in Footdraft, habe ich mit dieser Formation gemacht. Nehme ich Modric mit oder soll ich auf ein Team of the Year hoffen? Oh, ich würde... Ich würde auf Ernst Kondogbia mitnehmen. Ich nehm De Jong. Kondogbia 30 cm, darauf muss man auch achten. Freunde, die Regeln sind natürlich ganz einfach. Wir machen das so. Wie viele Icons willst du bekommen? Nimm doch direkt Full Icon Team mit. Perlo, so mitgenommen. Wir machen es so, Freunde. Es zählen heute keine Icons, keine Tottis. Ich rede gerade über Tottis, der kriegt einen Totti. Die Gesamtübersicht zählt, Freunde. Was am Ende da steht, bei der Übersicht, wenn man den Manager gesucht hat, das zählt. Und danach darf man auch nicht mehr umstellen. Also das ist es heute, Freunde. Das sind die Regeln. Okay. Du hast krasse Karten, aber irgendwelche Müllkarten bekommen, ja, ne? Bei mir ist so ein Mix, aber jetzt wieder Icon. Oh, Militao, aber nicht Totti. Aber ich nehme ihn mit, sieht cool aus, die Karte. Oh, ich will dich so gerne leiden sehen. Ja, das Ding ist, Freunde, ihr kennt das vielleicht so gegen eure besten Freunde oder Cousin oder Cousine oder Bruder. Da will man immer, dass der Bruder oder so leidet. Das findet man so witzig. Guck mal. Deswegen. Auf 23 von 16 Chemie. Mit Mondi? Auf 23. Ja, wieso nimmst du nicht Captivir? Ist der nicht besser gewesen? Nein, der war besser. Okay. Keeper. Interessant. Das ist ja komplett Quatsch. Das hätte ich ja komplett anders gemacht. Ah, 26. Okay, 26 Chemie, 90er Bewertung. Na, Startelf ist böse. Ich sag dir offen und ehrlich. Klingt gut. Also, auf Ernst, das ist stark. Ah, Dampfüß, bringt der mir irgendwas? Ich habe auf jeden Fall Angst. Ich habe auf jeden Fall Angst gerade. Du kannst Angst haben. Ich nehme... Oh, ich sehe was. Nein, Dampfüß könnte man mitnehmen, ne? Nein. Dumfries bringt es. Nehmen Ben Yedda mit. Bringt aber nichts. Was hast du gesehen? Nichts. Ja, okay. Ah, Ribéry. Hernandez. Aber bringt mir nichts. Oh, Hernandez wäre krass in dem Team. Soll ich Ribéry mitnehmen? Hernandez. Ah, ich weiß nicht, ob er mir was bringt. Ich hätte Hernandez genommen an deiner Stelle. Plus 1. Okay. War guter Pull. Nächster. Son, Alba. Das Ding ist, ich sehe dein Draft und ich weiß einfach gleich, während ich meinen Draft baue, ob ich gewinne oder nicht. Du hast keine Ahnung, ob ich ein besseres baue oder nicht. Meins sieht schon stark aus bisher. Ja, meins ist schon stark. Muss man sagen. Schon sehr strong. Ja? Hä?
Mit Bug und so. Wie mit Bug? Mit Bug und so. Da steht nicht mal Minus, ne? Auf einmal, da kriegt keine Chemie. Mann, okay. Oh, oh! Bro, oh. Junge, wie viele Icons willst du bekommen? Richtig. Nehme ich aber Carlos auf jeden Fall nicht. Cruyff könnte Johann gut sein. Cruyff. Johann Cruyff. Nein, Luis Alberto war auch gut, aber ich nehme Cruyff mit. Ich nehme Cruyff mit. Passt der rein? Nein, er passt nicht mal rein, Bro. Er hat doch einen Link zu Rulle. Ja, er hat doch so einen Link zu Rulle. Der Junge. Aber Nkunku, Lorenzo. Das bringt uns Chemie. Oh mein Gott, 29 jetzt schon. Aber keine Bewertung. Aber es gibt Minusabzüge, wenn man Totti nicht in der Startelf hat. Eins, Minus dann. Junge, Benzema, Bro. Ich hab vergessen aufzunehmen, ne? Das zählt gerade noch nicht. Ich hab Aufnahme ausgesehen vergessen anzumachen. Oh mein Gott, das sieht sehr stark aus. Unsere. Bro, ich hab Euse, Cruyff, Garincha und Hakimi Totti auf der Bank. Auf der Bank. Respektlos. Ja, lies dir mal durch, was da so drin ist, weil ich glaube, du darfst den gleich essen. Ich bin einfach richtig Fallout gerade, ne? Manchmal hatte ich auch schon krasse Drafts gegen dich, da habe ich das dann am Ende bereut, dass ich dann eine große Fresse hatte. Aber bisher sieht's eigentlich ganz gut aus hier. Ich habe noch 3 Spieler. Ja. Brauchst mich gar nicht so angucken. Du darfst gleich hier einen Chip essen. Den nehme ich mit Aguilar, Holgate. Ich habe gehört, man hat da ein paar Tage lang Probleme, ne? Ja, ja. Du darfst ihn gleich mitnehmen. So, vorletzter Spieler. Ich glaube, es bringt mir gar nichts mehr hier. Ich bräuchte vielleicht nochmal eine Icon oder so, aber kriege ich nicht, oder? Torwart? Wollen wir aufhören, das Video aufzunehmen? Nein. Bitte, ich will nicht mehr, Digga. Nein. Junge. Was hast du? Was hast du? Was hast du? Was hast du? Oh. Ich muss mal auf ihn gucken, aber nee. Okay. Bringt mir gar nichts. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich dich brechen kann. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich dich gleich brechen kann mit meinem Draft. Voll Chemie. Ich sag nichts. Ah, nein. Okay, ich muss auf meinen Manager auf. Ich brauche einen Serie A Manager. Das wäre so, so wichtig. Erstmal noch kurz sortieren, dass wir hier auch vielleicht noch auf 90, Bro? Ich hab Angst. Stell mal vor, ich verliere jetzt gegen dich die Challenge, muss diesen Hotchip essen. Ich habe gesagt, ich mache ein paar 2 und dann verliere ich auch noch gegen den zweiten Gegner. Das wäre zu krass. Das wäre crazy. Ist das jetzt das, was du einloggst? Sogar 89 auch noch! Ey, Bro, aber mit der Bank hätte man auch gut auf 90 kommen können. Der Kreier passt leider nicht rein. Okay. Ich suche Manager, ich logge das so ein. 30 Chemie, 89 Bewertung. Bitte Serie A. Das ist Benzema, Rolle. Serie A, Bro. 32 Chemie. Nein, ich habe verloren. Geht's noch höher mit Pirlo? Ich hab verloren. Okay, ich komm auf. Ich hab verloren. Ich komm auf 32. Ich hab verloren. Ich hab das Ding verloren. Was log ich ein? Ich kann nicht besser als 100. Wie viel hast du? 121. 122 schafft man nicht. Das ist unmöglich. Das ist richtig schwierig, Bro. Boah, Respekt. Also da gebe ich dir sogar wirklich die Hand. Das ist ein krasses Draft. Guck mal die Übersicht. Benzema, Pirlo, Hakimi. Oh. Da wird nicht mal Totti Icon Rullet angezeigt und so. Das ist verrückt. Ich wünsche dir viel Glück, Bro. Es geht um Hotchip. Komm schon. Okay. Du hattest die 4-3-2-1. Ich habe die 4-3-3. Das ist die zweitbeste Formation, die man bekommen kann momentan im Draft. Aber ich hätte auch lieber die 4-3-2-1 gehabt. Aber hier kann ich Messi, Totti und so bekommen. Aber da muss ich ihn jetzt auch bekommen, um dich zu schlagen. Captain. Oh, Totti Icon Ronaldinho. Das ist ein Start, den ich sehen will. Hier, guck du ihn dir jetzt mal langsam an. Du kannst ihn dir mal angucken, ein bisschen durchlesen. Ne? Hast du mir auch eben gesagt. Stürmer, Mbappé. Oh. Ich brauche einfach ein Full-Icon-Team, dann bin ich hier durch. Und Karim Adeyemi zeigt mir gerade die Größe von dir. So. Oh, wenn jetzt Messi gekommen wäre, ne? Ich werde durchgedreht. Aber ich nehme jetzt keinen Mohamed Salah mit, der auf 0 Chemie ist. Ich nehme Gabriel Jesus mit, der direkt auf 1 Chemiepunkt ist. Gareth Bale spielt sowieso Golf, den brauchen wir nicht mehr mitnehmen. Aber so sieht das Ganze schon gut aus. 3 Karten, 2 Totti-Icons. Und jetzt kommen die Tottis im Mittelfeld. Jetzt kommen sie hier. Hier, guck sie dir an. Guck sie dir an! Junge, Casemiro sogar! Brasilianer links, ne? Das passt so gut, Hilfe! Das passt wirklich. Warum gebe ich dir überhaupt Tipps? Totti? Nein. Gib mir doch Totti! Modric hat einen Totti, Pedri hat einen Totti-Nominee. Gerard wird es natürlich dann werden. Ey, ich glaube, ich kann hier Full Chemie bekommen, wenn es so weitergeht. Gavi, ich hab ihn noch. Es gibt ihn doch noch als Future Star. Aber nehme ich jetzt Ödegaard mit? Ja, ne? Ich brauche Full Premier League, glaube ich einfach. Nimm Gavi, mach mal neue Ligen. Nein. Drei Ligen. Naja, SBB, aber Draft nicht. Draft geht's einfach nur darum, wer das höchste Rating hat am Ende. Und der Verlierer muss was? Zeig nochmal kurz. Hot Chip essen. Hier steht sogar Challenge drauf. Hot Chip. Ja, Cancelo Totti Nomini. Ey,
Ey, ich dachte, ich kann deinen Draft nicht auseinandernehmen, ne? Aber jetzt habe ich langsam ein gutes Gefühl. Vor allem, ich habe noch keine Non-Rares und so bekommen. Das ist big. Ey, wie viel Scoville sind das nochmal? Ich weiß es gar nicht. 2,8 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen? Das sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Nein, kein Premier League-Spieler dabei. Spaß, Mate. Ich glaube, wenn ich jetzt noch zwei Premier League-Spieler bekomme, habe ich Full Chemie, oder? Oder aber hat man kein Full Chemie, nur weil man Full Premier League hat? Du brauchst aber noch Rating, ne? So. Ich habe Angst, dass wenn ich jetzt den mitnehme, der nicht voll ist, wenn ich. Deswegen nehme ich, glaube ich, lieber einen Engländer mit. Ist das schlauer? Das sieht böse aus. Ich weiß nicht, Angst. Ob ich. Nee, ich mache keine halben Sachen. Ich mache hier. Ich gehe auf Sicherheit. Nein. Auf Sicherheit. Auf Sicherheit. Hä, 30 nur? Okay, mit Campos auch 30. Mit Cortez, Lopez? Okay, es ist Casillas. Oh mein Gott, es Bro. Es ist Casillas. 90er Rating, 30 Chemie. Was brauche ich? Was brauche ich? Nur die beiden hier. Und Cancelo. Die Verteidiger sind's. Icons! Icons! Ich möchte Icons haben! Al-Jaber ist hier am Start. Dann haben wir Bellingham. Der hätte auch gut und gerne mal als Totti kommen können. Ohne Sinn. Und es geht weiter. Es geht weiter mit Alexander Alex. Nein, nein, nein. Alexander Alex. Nein, meine Augen werden groß, Bro. Meine Augen werden ganz groß. Schmeiß zurück. Meine Augen werden so groß. Ich schmeiß die zurück. Alles. Nein. Oh, oh. Nein, nein, nein. Oh. Nein, nein. Habe ich nicht 33 Chemie sogar mit Shaw? Nein. Ich habe 33 Chemie mit Shaw. Wie viel hattest du? 32 und 89? Oder was hattest du? Sag die Wahrheit. Ich glaube, ich hatte 32 und 89. Ich glaub ehrlich, nein, Bro. Okay, jetzt einfach nur noch Rating. Nein, ich bin gedroppt. Das könnte ein krasses Battle hier werden. Gib mir High-Rated-Spieler. Oh, gib mir einfach High-Rated-Spieler jetzt. Nein. Einfach High-Rated. Nein! Das kann doch nicht sein, Bro. Du hast 3 Toti-Icons. Das ist so krass. 90er Rating. Er droppt nicht. Vielleicht sogar 91, wenn alles gut läuft. Vielleicht sogar 91, wenn 91. Es läuft gut. Es läuft gut. Und ich sag dir, das ist das beste Draft, was ich bisher gebaut habe in FIFA 23. 33 Chemie, ey, Junge. 91er Bewertung und das hier heute, das ist big. Darf ich auch eine Challenge mal gegen dich gewinnen? Bitte. Ich bin was? Wenn ich das jetzt gewinne, was bin ich dann? Wir haben es vorhin abgemacht. Nein. Was haben wir abgemacht? Sprech es aus. War nicht auf Kamera. Sprech es aus. Was haben wir abgemacht? Sag's den Leuten. Ich habe zugestimmt, du hast zugestimmt. Mein Mund ist zu. Sag's den Leuten, was haben wir vorhin geklärt? Was heute der passiert. Die Drafts oder das Draft gewinnt, ist der Loser. Footdraft Loser, nicht Footdraft King. Der Draft King. Und ich bin und bleibe der Draft King. Ich breche nicht umsonst alle Weltrekorde im Draft. Nimm mal Alonso, der ist gut fürs Rating. Ich nehme Mondi und ich grinse dich gleich so an, wie er mich gerade angrinst. Genau so ein Grinsen habe ich auch. Ich sehe aus wie Mondi, nur dass ich nicht schwarz bin. Ich wäre jetzt auch gerne schwarz. Junge, da werde ich ganz genau aussehen wie er jetzt gerade. Geil, Mann. Und das ist der letzte Spieler. Der war vielleicht Gommis, bitte. Schwollo. Bravo. Bitte drop. Ja, chill. Ich kann noch sortieren. Bro, ich kann noch sortieren. Das wird nicht. Ich kann noch sortieren. Und da ist die 90. Es ist nicht die 90, oder? Bro, warte mal. Ich hatte doch selber nur 89. Du hast das sowieso gewonnen. Echt? Nein, ich glaub dir kein Wort. Ich probiere hier noch umzustellen. Warte kurz. Kurz Cut. Ich mache alles, was geht hier noch. Vielleicht so, ne? Kann ich noch irgendwas anderes reinkloppen? Einer hat gerade gedacht, er gewinnt heute, weil er geiles Draft gebaut hat. Bro, das war das beste Draft. Einer dachte ernst, er gewinnt gegen mich. Wie kann man so viel Glück haben, ab einem 4-3-3 so einen Draft zu bauen? Das ist ja komplett verrückt. Ich hole meinen Manager ab, hier geht nicht mehr viel. Er lacht mich auch so an. Ey, ich krieg nur noch Grinsebacken. Ich hab dich Naki Dai gemacht. Das ist höher als 121, oder? Das ist höher als 121, oder? Ja, 122. Und damit ist es offiziell, Freunde. Guck mal, wie der mich anguckt. Ah. Ey, ich hab das krasseste Draft in meinem... Ey, ich hab noch nie so einen krassen Draft wie heute gebaut, ne? Freunde, wir labern nicht viel rum. Bewerten, abonnieren nicht vergessen. Ich pack dir den Chip aus und du darfst ihn dann essen. Servierst du mir den mit Gabel und Messer? Warte, wir machen ein 5-Sterne-Menü daraus. So, Freunde, Jack darf den Teller halten. Es geht los. Hast du so Handschuhe? So einmal Handschuhe? Das ist automatisch dabei. Echt jetzt? Das muss man. Da steht RIP. Das ist der Chip, Freunde. Ja, okay. Und von dem Handschuh, den du geredet hast, den darfst du dir mal kurz anziehen. Nein. Zieh dir an. Zieh dir über die Hände. Über die Flossen. Mach so wie Arzt. So. Lass los. Zieh und lass los. Ja! Ich hab Bock! Okay. Geil! Junge, da steht einfach R.I.P. drauf. Freunde, er darf erstmal eine Minute nicht trinken, ne? Das haben wir auch gerade abgemacht, spontan. Hier. Nicht so doll rauf tun!
Freund, umso schwerer er ist, umso schärfer ist er, ne? Ich glaube, du hast einen. Guck mal meinen Handschuh an. Du hast. Lech mal ab. Nein, 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 nein. Riech mal drauf. Nein, 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 geh weg. Riech mal am Chip. Nein, bei Gott, nein. Naja? Hier kommt Duftnote hoch. Ich schwör auf alles, da kam gerade in meine Nase, ne? Eine Schärfe, eine Spiciness, die habe ich noch nie gerochen. Möchtest du noch was sagen zu meinen Zuschauern, zu deinen Zuschauern? Ja, ich wollte mich noch... schon mal die Hand. Ich wollte mich kurz bei allen... So. Ja, 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 ich habe ihn in der Hand. Es ist so cool, sein Cousin leiden zu sehen, ich lieb's. Guck mal. Und rein, komm. Bei all meinen Freunden, Familie, ich will mich jetzt einmal verabschieden. Wir hauen uns das. Das Ding ist, er kann ein bisschen scharf essen, aber so scharf kann kein Mensch auf der Welt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich mach einen Timer an. Ich mach einen Timer an. Ich mach einen Timer an. Oh mein Gott! Ist das scharf? Oh mein Gott! Hast du runtergeschluckt? Bist du verrückt? Man schluckt den nicht runter! Man schluckt den nicht runter! Wie? Man darf den nicht runterschlucken! Zeig deine Zunge! Er hat runtergeschluckt! Du wirst gleich Bauchschmerzen bekommen! Was? Ist scharf! Bitte! Bitte! Nein, du darfst noch nicht! Noch 20 Sekunden! Noch 20 Sekunden! Ist ehrlich scharf? Was, was? Bleib hier, ey, komm zurück, komm zurück. Zieh mal doch mal deine Handschuhe so, kannst du es noch? Er macht auch noch. Okay, du darfst, du darfst. Ey, eine Mülltonne, du spuckst aus, glaube ich. Du spuckst aus, glaube ich. Das Ding ist, Freunde, die Schmerzen sind nicht nur einmalig, die kommen zweimal. Erzähl doch mal, wie ist denn deine Gefühlslage gerade? Deine Augen. Wieso fährst du deine Ohren an? Ich bin so glücklich, dass ich die Scheiße nicht essen musste. Hallo, das reicht! Nein, mehr darfst du nicht! Nein, nein, lass. Ich brauch die so für Cornflakes Mode. Nein, nein. Ich brauch die doch für Cornflakes Mode. Was passiert? Was passiert? Was sind denn deine Ohren? Die tun weh. Wieso tun deine Ohren weh? Die brennen. Wieso tun deine Ohren weh? Die brennen. Und ich habe mir gerade ins Auge gefasst. Wieso brennt mein Auge? Deine Nase läuft, da kommt Schnodder raus. Kannst du Kamera mal kurz gucken? Da kommt Schnodder raus. Einfach Schnodder, Bro. Okay, Freunde. Dafür, dass Cenk das durchgezogen hat, wollen wir auf jeden Fall 10.000 Likes im Minimum sehen. Du kannst noch einmal kurz erklären, wie es sich anfühlt, damit die Leute das nochmal nachvollziehen können. Cut kurz? Ja, okay, wir machen kurz einen Cut. Es muss auch geguckt werden, dass es ihnen ehrlich gut geht, ne? Aber ich glaube, das ist gerade ehrlich nicht cool. So, ich möchte nochmal ein großes Dankeschön an Ronaldinho, Gerd Müller, Nesta, Totti Icon und Co. aussprechen. Danke dafür. Freunde, lasst ein Like, da lasst ein kostenloses Abo oder checkt Cenks Video ab. Da geht's um die Wachsstreife-Challenge. Ich würde dir gerne die Hand geben, weil ich habe Angst, dass meine Hand dann scharf wird. Ich gebe dir trotzdem nochmal die Hand. Darf ich nochmal kurz sagen, wie es sich anfühlt? Mhm. Wenn du den Chip isst, erstmal nix. Wenn du ihn runterschluckst, du merkst, du kannst nicht mehr atmen. Dann deine Ohren werden taub und es brennt. Du kannst nicht mehr reden. Du denkst, du willst einfach nur den Chip ausspucken. Es war wirklich brutal, alles kribbelt. Ich glaube, das wären schlimme Tage für mich. Danke für alles, Chat. Lasst hier Liebe da, lasst hier alles da. Haut rein. Ciao.